Oh, da kommen zwei. Warum schießt denn der? Wo sind denn die? Na. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Jo. Haben sie wohl. Oh Mann, 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 Mann. Da bist du. So. Das scheint es gewesen zu sein. Hoffentlich. Erstmal. Teil einer halbautomatischen Pistole. Eine Karte habe ich ja noch nicht gefunden, ne? Und kletter, 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 kletter wie die Maus. Oder auch nicht. Oh, was? Oh, oh, besser. Warum? Egal, wir machen es einfach. So. Wie? Hat nichts gegeben, ne? Ja, da gibt's noch was. Zack. Renn. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Erschieß ihn. Noch lauter. Warum hätte ich den jetzt? Ah. Ich hätte den ja jetzt. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen.
Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Ach ja. Natürlich eigentlich. Kann ich nichts machen? Eigentlich hätte ich ja viel lieber. Ja, zu dir komme ich gleich. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Eleisonimas. Kyrie. Da haben wir alles. So. Guter Mann. Was hast du mir zu erzählen? Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Wen gefangen und warum? Mach die Tür auf. Ja. Ja, weiß ich. Waffenwechsel mit Digi-Kreuz. Das habe ich ja schon. So, hier, theoretisch. Und die Tür. Kriege ich die auf. Untersuchen. Um dieses Objekt zu öffnen, benötigen Sie einen Dietrich. Habe ich nicht. Kommen wir später wieder. Was war hier? Ha! Viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand tun? Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Warum? Was machen wir mit ihm? Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Das hätte man jetzt auch anders lösen können, Kollege. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Erstmal kurz warten. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Die laufen gerade echt beschissen, die beiden. Der ist vom Computer weg. Wir verlieren den ganzen Scheiß Treibstoff.
denn wir da jetzt? Wie sieht's denn aus? Na los! Halt, nicht mit roher Gewalt, mit Gefühl. Das Scheißding ist durchgerostet. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Gut. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Die drei kriege ich nie. Ei, ei, was? Okay. Okay, scheiße. Kacke. Oh, scheiße, scheiße. Nein! Das... Na... Kann ich denn hier... Hallo? So. Du blöder Sack, du. Du dümmer Sack. Wo? Da. Das war jetzt so nicht geplant. Aber es hat funktioniert. Eigentlich wollte ich den Typen... Ah, Munition. Voll. Dann benutzen wir jetzt mal ein bisschen den Revolver. Was ist das? Oh. Och nö. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ach Kacke, das habe ich vorhin übersehen, da in dem in diesem Vorhof. Da war mir auch so ein Ding. Ist jetzt doof. Naja. Kann hier später wahrscheinlich nochmal hier hin schnell reisen. Ein Lagerfeuer. Basislager. Ach, Gott sei Dank. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Genau so ist das. Und damit ver...
sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier eine kurze Pause machen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.